Synchronisieren wir nun die Bilder zur Zeit der Live-Übertragung und ergänzen die Sekunden. Das ist der Beginn des Südturmeinsturzes. Wie er aussah und wie er sich anhörte. Und das ist der Unterschied zwischen verbiegen und nicht verbiegen. Der Einsturz des Südturms beginnt auf Höhe des 18. Trägers von Süden. Dieser Träger liegt exakt gegenüber jenen Kernträgern, welche schon bei der Zerstörung der Lobby im Nordturm als mögliche Quelle in Frage kamen. Und damit gespiegelt gegenüber dem Maximum der konkaven Verbiegung der Außenwand auf Höhe des 18. Trägers von Norden, also gegenüber dem nördlichen Ponton jener auffälligen Kernträger. Somit kollabierte jener Bereich, wo die hängende Etage 83 mit der Außenwand verbunden war. Unbeschädigte Fenster zwischen den Trägern 344 und 342 auf Etage 81 sagen uns, dass hier 700 Grad Celsius nicht überschritten wurden. Into its own dust. 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 Das erste sichtbare Zeichen des Einsturzes beschreibt also die Position des Kernträgers 802. Des Weiteren sehen wir eine zuckende Staubwolke hinter den hohlen Fenstern im Norden. Offenbar kollabierte auch die Nordostecke des Kerns, bevor sich der Kollaps von Südosten über die Außenwand ausgebreitet hatte. Und erinnern wir uns daran, dass laut Schätzung von NIST, alle Kernträger der Südostecke, vom Flugzeug zerstört wurden. Allerdings waren laut NIST, die Außenträger im Süden der Etage 83 unbeschädigt. Wenn wir das Flugzeug der Zeichnung im NIST-Report so skalieren, dass es zum Einschlagsloch passt, so scheint die hängende Etage ein Resultat des Einschlags zu sein. Gleichzeitig erscheint die behauptete Beschädigung des Kerns in Etage 83 als fragwürdig. Die hängende Etage wird hingegen plausibler, da sie auf der Kernseite nicht frei in der Luft schweben muss. Halten wir fest, was auch immer letztlich den Einsturz des Südturms auslöste, sollte nahe der Achse zwischen dem Kernträger 802 und den Verbindungen der Etagen 82 und 83 zur Ostwand gefunden werden. Während dem krachenden Geräusch kurz vor dem Einsturz fällt etwas Helles von Etage 83 herab. Auf der gegenüberliegenden Seite rieseln schwarze Brocken herab. Jede andere Bewegung des Gebäudes scheint jedoch lediglich ein Resultat der Videokompression, der Pixelgröße und der Bildstabilisierung zu sein. Nach der Fehmarn-Pfannkuchen-Theorie scheint auch die Theorie von NIST schlicht falsch zu sein, da sie durch nichts, außer dem statischen Foto, bestätigt wird. Die konkave Verbiegung der Ostwand des Südturms wurde zuerst 20 Minuten nach dem Einschlag des Flugzeugs beobachtet, und zwar gegenüber einem unversehrten boxförmigen Kernträger. Unterhalb einer abgerissenen Etage, welche nicht an der Außenwand ziehen konnte. Und unterhalb des Feuers. Während des Einsturzes verbogen sich jene Außenträger zuerst, deren Etagenverbindung abgerissen waren. Einbrechen und Schnappen der gebogenen Außenträger beobachten wir nur als Resultat des Einsturzes. Wir sehen einen explosionsartigen Kollaps unverbogener Außenträger. Und schließlich hören wir das Krachen, bevor wir ein sichtbares Anzeichen für den Kollaps finden können. Nach der Live-Uhr von ABC hören wir das erste Krachen um 9:58 und 55 Sekunden, 138.
0,7 Sekunden später, schießt gegenüber dem Kernträger 802, Rauch oder Staub aus der Ostwand der Etage 82. Die starren Außenträger im Südosten brechen explosionsartig.